Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute regnet es hier bei uns in Alanya und ich habe mich hier unter dem Vordachgestell oder unter dem Vordachgestell ein bisschen in Schutz gesetzt, weil ich gerne ja trotzdem draußen drehen wollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute bei meinem neuen Video. Es geht um ein, finde ich, sehr interessantes Thema. Ich habe mir schon lange darüber Gedanken gemacht. Und zwar soll es darum gehen, warum ist der Familienzusammenhalt in orientalischen Ländern ein anderer. Ich will nicht sagen besser, ja, weil es ist nicht immer besser. Aber warum ist er ein anderer als in Deutschland? Und warum ist gefühlt für uns, die wir das ganz anders leben, der deutsche Familienbund ein ganz anderer? Manchmal auch nicht so von Zusammenhalt geprägt, wie es in den orientalischen oder südländischen Familien der Fall ist. Ich möchte heute ganz besonders natürlich auf die türkische Kultur eingehen, logischerweise, weil ich mich da auskenne, aber man kann den Bogen natürlich über die gesamte südländische und orientalische Richtung ziehen, denn in den meisten Familien der Südländer, Italien, Spanien, Portugal, Türkei, aber auch in den arabischen Ländern ist das natürlich ganz anders mit dem Familienleben als in Deutschland. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, warum das der Fall ist. Ja? Denn ich glaube auch nicht, dass die Deutschen ihre Kinder weniger lieb haben oder dass die Kinder die Eltern weniger mögen oder mit ihnen nichts zu tun haben wollen oder auch mit den Großeltern nicht. Ja? Auch die Großeltern lieben ihre Enkelkinder und würden am liebsten viel mehr Zeit mit ihnen verbringen. Aber es ist eben in Deutschland nicht so, dass das Leben an sich ist in Deutschland total unterschiedlich und der Aufbau der Familienstrukturen ist in Deutschland eben ganz unterschiedlich und ich glaube, dass da der Hase im Pfeffer begraben liegt, weil in der Türkei, ja, ich möchte jetzt mal ganz für die Türkei sprechen, ist es so, dass die Kinder und die Eltern und die Großeltern in aller Regel, wenn sie auch nicht zusammenleben, das war ja früher eigentlich gang und gäbe, dass Großeltern bei den Söhnen gelebt haben und bei ihren Söhnen gelebt haben, meistens bei den ältesten Söhnen, das heißt, ich würde dann zum Beispiel mit meinem Mann jetzt in unserem Alter schon, ja, es wäre eigentlich ein Unding gewesen, dass wir alleine irgendwo leben, sondern wir würden auf jeden Fall wahrscheinlich bei meinem ältesten Sohn und seiner Frau und seinen Kindern leben. Ja. Geht das aus irgendwelchen Gründen nicht, würden wir beim zweitältesten leben. Also es gibt sozusagen dort eine Familienverantwortung für seine Eltern, aber auch von den Eltern, von den Großeltern, für die eigenen Kinder bis hin zu den Enkeln und Urenkeln. Und auch auf kleinstem Raum. Ja, viele sagen, ja, das geht ja gar nicht. Wir haben nur eine kleine Wohnung, völlig unmöglich. Doch, es wird gangbar gemacht. Und wenn man zu siebt im Wohnzimmer schläft, so war das früher, dass man eben die Eltern mit bei sich aufgenommen hat und die Großeltern einen ganz großen Halt auch in der Familie darstellten. Das kann man sich vorstellen. Die Kinder kümmern sich um die Großeltern und die Großeltern um die Enkelkinder und umgekehrt und jeder kümmert sich um jeden und der finanzielle Familienzusammenhalt, genauso wie der emotionale Familienzusammenhalt, ist einfach gegeben, ja, weil es selbstverständlich ist, die Großeltern und die Eltern und die Enkelkinder, die Kinder, die Urenkel, das ist alles unter einem Dach gewesen. Das ist einfach so wahr ist, so ist es seit Jahrzehnten und jetzt fängt es hier richtig an zu regnen. Ne? So war es immer und so wird es gefühlt auch immer sein. Aber auch hier in der Türkei oder in den südlichen
Ländern allgemein wandelt sich das Ganze natürlich. Auch hier ist es inzwischen nicht mehr so wie früher. Die Kinder sondern sich auch dort ab und gehen ihre eigenen Wege. Gerade, jetzt müssen wir hier umziehen, weil es riecht richtig doll. Ne? Gerade natürlich, wenn es darum geht, dass die Kinder woanders arbeiten, dass sie woanders hin heiraten, dass es sie in andere Länder verschlägt. Da hat man dann natürlich auch nicht immer die Möglichkeit, die Eltern dann mitzunehmen. Aber die orientalischen Familien, setzen wir uns einfach mal hier hin, haben ja auch nicht nur ein Kind, sondern in aller Regel gibt ihnen der liebe Gott ja mehrere Kinder, sodass man dann eben nicht beim Ältesten lebt, so wie es bei uns dann der Fall wäre, sondern dass man eben dann zum Nächsten oder Übernächsten geht. Irgendjemand ist verpflichtet, die Großeltern, also sprich uns, ich mache das mal jetzt so von uns abhängig, dann kann man das besser verstehen, aufzunehmen und mit ihnen zusammenzuleben. Es wäre ein Unding gewesen, uns als Eltern alleine irgendwo leben zu lassen. Klar, wir sind jetzt ja noch ne, in Schuss, Alhamdulillah, wir können ja noch selbstständig, aber das ist eben eine, das ist nicht üblich gewesen, ja, dass die Eltern alleine leben, sondern sie haben immer ihre Kinder und ihre Schwiegertöchter bei sich, sodass man einen Familienbund sozusagen eingeht. Das hat viele Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Das geht nicht immer gut. Ja, auch dort, ich will es jetzt nicht so darstellen, als sei hier immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt natürlich viele Auseinandersetzungen, es gibt viele Streitereien, es gibt viele Dinge, die nicht gut laufen. Das ist ganz logisch, wenn Menschen, viele Menschen auf kleinem Raum oder auch auf größerem Raum zusammenleben. Das ist völlig unwichtig. Dort muss es Regeln geben, dort muss es Abmachungen geben, dort muss es Gesetzmäßigkeiten geben, wie auch in der Politik oder wie in einer in der Schule, in der Universität. Überall gibt es Regeln und Vorschriften und wenn die nicht eingehalten werden, gibt es Konsequenzen und wenn gar nichts eingehalten wird, gibt es ein großes Durcheinander mit ganz viel mit ganz viel Streitereien und unter Umständen passt es dann auch irgendwann alles nicht mehr. Das hilft aber nichts, weil die Familienbande sind fest. Ja? Egal wie viel man sich streitet, egal wie viel Auseinandersetzungen es gibt, es wird weiterhin zusammengehalten. Das ist die eiserne Faustregel, auch wenn man unter Streit und hast du nicht gesehen zusammenlebt. Es bleibt trotzdem dabei. Die Eltern bleiben und die Eltern gehören zur Familie dazu, bis hin zu den Enkelkindern. Es lebt alles unter einem Dach. Jeder hilft jedem. Jeder ist für jeden verantwortlich. Aber das Problem ist, oder vielleicht auch die Lösung, ich weiß es nicht, je älter derjenige ist, der in diesem Haushalt lebt, desto mehr hat er auch zu sagen. Ne? Und das sind eben die Gesetzmäßigkeiten, mit denen viele Generationen in der heutigen Zeit auch nicht mehr so gut zurechtkommen. Die wollen nämlich eher so ein bisschen europäischer, deutscher unterwegs sein und wollen sich nicht mehr so gerne von den Älteren sagen lassen, was sie zu tun haben. Ja, das ist so und dann scheren sie aus diesem Familienbund. Also es gibt auch dort viele Dinge, die ein bisschen anders laufen. Nichtsdestotrotz. Und jetzt kommen wir mal zur heutigen Gesellschaft. Ist es so, dass die Familienbande in der Türkei ein festes Bündnis ergibt, das in der Regel nicht gebrochen wird. Ja, jeder ist für jeden da, egal wie groß die Streitereien auch sein mögen. Man hat sich wieder zu vertragen. Man muss wieder zusammenkommen. Blut ist dicker als Wasser. Es gehört zusammen und kommt zusammen, was zusammengehört. Da gibt es kein Entrinnen. Jedes Familienmitglied gehört zu dieser Gemeinschaft und wird auch wieder herangezogen. Ja, und auch mit allen Pflichten und Konsequenzen, aber natürlich auch mit ganz viel gegensätzlichen Part und Hilfe von den Älteren. Das ist doch ganz klar. Dass es natürlich auf dieser Welt Menschen gibt, die das ganz gut hinkriegen, weil sie gute Menschen sind, ja, weil sie gute Herzen haben, weil sie tiefgläubig sind, weil sie es gut gelernt haben, gut vorgelebt bekommen haben, ist logisch. Nur die kriegen es dann auch besser
auf die Reihe. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo es viele, viele negative Ereignisse gibt. Aber auch dort, ne, wie immer, unterm Strich zählt, Blut ist dicker als Wasser. Und jeder gehört zur Familie dazu. Jeder hilft jedem. Wenn es drauf ankommt, sind alle für einen da und einer ist für alle da. So ist es und so wird es auch immer bleiben. Ganz egal, wie sich die Gesellschaft auch in welche Richtung hinbewegt. In Deutschland ist es jedoch anders. Die Kinder, die dort aufwachsen, lernen ganz im Gegenteil zur türkischen Gesellschaft etwas ganz anderes. Ich muss so schnell wie möglich mein Leben selbstständig auf die Reihe kriegen. Ich muss für mich selber sorgen, ich muss allein zur Schule gehen, ich muss allein mein Frühstück machen, ich muss auch mal im Haushalt helfen, den Müll rausbringen, ich muss meine Hausarbeit alleine erledigen, ich muss das alles selbstständig schaffen, weil ich ja auch mit 18 schon auf eigenen Beinen stehen muss. Da muss ich mein eigenes Geld verdienen, ich muss meine Ausbildung machen, ich muss vielleicht, wenn ich zur Universität gehe, auch dort nebenbei arbeiten, um meinen Eltern nicht zur Last zu fallen, weil ich bin ja über 18. Ich muss mein Leben so schnell wie möglich selbstständig, ja, auf die Reihe bekommen. Das wird unseren deutschen Kindern schon von klein auf hin beigebracht. Sehr viel alleine zu machen. Alleine Zähne putzen, alleine Schuhe anziehen, alleine Schuhe zu binden, alleine sich mal was zu essen machen, alleine zum Freund zu gehen, selbstständig, aber auch pünktlich wieder nach Hause zu kommen, sich an die wichtigen Regeln zu halten, die unbedingt sein müssen, die auch dafür da sind, dich zur Selbstständigkeit zu bewegen und zu erziehen und hinzutrainieren. Das alles wird den deutschen Kindern schon von klein auf beigebracht. Das wird den türkischen Kindern aber in der Regel noch nicht so beigebracht, weil da ist der große Familienbund da. Es gibt Geschwister, es gibt Cousins, es gibt Cousinen. Diese kleinen Kinder können sich überall durchschimmeln. Oma, Opa, jeder liest diesen kleinen Würmern die Wünsche von den Augen ab. Natürlich, ich mache das Ganze ein bisschen überspitzt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die türkischen Kinder nicht selbstständig sind, um Gottes Willen. Natürlich hat auch hier die Moderne eingehalten und man möchte natürlich auch, türkische Eltern möchten, dass ihre Kinder selbstständig alles erledigen. Trotzdem ist der Familienbund da, ja, da ist die Oma ständig präsent und hat auch ihr Wörtchen mitzureden, der Opa sowieso als Familienoberhaupt, ja, der sogar seinen eigenen Kindern und seinen Söhnen noch sagt, wo es lang geht. Also dort ist einfach auch der Respekt einfach, dort ist der Respekt für die Älteren einfach so groß, dass man sich unterordnet, auch wenn man denkt, man kann viele Dinge schon alleine regeln. Man kann viele Dinge auch alleine entscheiden. Das ist aber einfach nicht so. Dort gibt es immer jemanden, der über dich entscheidet und über das Kind entscheidet und über deinen Willen entscheidet. Und das wird immer so bleiben. Ja? Die Älteren regeln dein Leben mit. Und dann ist da nicht nur ein Älterer, sondern da sind dann ganz viele. Opa sagt vielleicht was anderes als Papa. Papa muss aber auch das tun, was Opa sagt. Ah, aber vielleicht kann Mama ja nehmen. Mama muss dann vielleicht auch mal machen, was ihr Mann sagt. Also es gibt da so einige Dinge, die man als türkisches Kind beachten muss. Und insofern glaube ich, dass da der Grund dafür ist, dass deutsche Kinder von Anfang an lernen, alleine und eben total oder relativ unabhängig auch zu existieren. Ja? Sie schaffen ihr Leben auch unabhängig von der Familie auf die Reihe zu bekommen, während das natürlich dann später den Nachteil hat, dass man sich auch wenn man dann kann, wenn man über 18 ist und spätestens, wenn man sein eigenes Geld verdient, ein bisschen absondert, ja, dass man dann auch sagt, okay, ich kann das jetzt alleine und ich möchte das auch alleine und ich bin ja jetzt aber auch schon 18 und darf das auch alles machen, dass man dann, wenn man so erzogen worden ist, schon von klein auf an, dass man dann auch sich sozusagen seinen eigenen Wirkungsgrad
schafft und auch sich selbst auf Abstand hält, ist klar, dass wenn man dann mal mit Oma telefoniert oder zu Mama zum Kaffee trinken geht, dass das dann nicht andauernd der Fall ist und man nicht jeden Abend anruft und vielleicht auch mal nicht ans Telefon geht, wenn man sieht, dass Oma schon wieder angerufen hat, wo sie doch gerade gestern erst angerufen hat. Das ist logisch, ja, weil man einfach sagt, ja, ich habe das zu tun, ich muss das aber machen und das ist wichtiger. Heißt aber auf gar keinen Fall, dass das deutsche Kind seine Eltern und seine Großeltern nicht liebt und dass es ihnen nicht wichtig ist und dass es vielleicht ungern hingeht. Nein, ganz im Gegenteil. Nur es ist eben von Anfang an klar, wenn du erwachsen bist, und das ist ja dann mit 18 der Fall, dann bist du auch für dich selbst verantwortlich und musst alleine Entscheidungen treffen, die du dann später auch zu verantworten hast. Niemand in dieser Familie kann da etwas von der Verantwortung abnehmen. Wir können dir helfen, wir können dich unterstützen, wir können für dich da sein, aber die Verantwortung für dein Leben hast du völlig alleine zu tragen. Deswegen treffe die richtigen Entscheidungen, deswegen überlege alles ganz genau. Wir können natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber die Entscheidung für dein Leben musst du selbst treffen. Und dieses ist ganz, das ist eine total, das ist ein ganz anderes Lebensmotto, als es eben in der Türkei, beziehungsweise nicht in der Türkei, sondern mit Türken gelebt wird. Die Familie reißt sich alle Beine aus und stürzt sich selbst ins Unglück, um seinen Verwandten und seinen Kindern zu helfen, ja? Und ihnen Arbeit abzunehmen, sie zu leiten, sie in eine bestimmte Richtung zu ziehen, ja? Ihnen im weitesten Sinne unter die Arme zu greifen. Das hat manchmal Vorteile, manchmal auch Nachteile, ne, wenn es dann viele gibt, die da ein Veto mit einzulegen haben. Aber der Familienbund an sich ist so stark, ja, weil du eben schon als kleines Kind lernst, ja, wenn Mama keine Zeit hat, hat Opa Zeit. Wenn Opa keine Zeit hat, hat der Cousin Zeit. Wenn der Cousin keine Zeit hat, meine Schwester Zeit. Mein ältester Bruder hat Zeit. Und wenn mir was passiert, dann rufe ich auf jeden Fall meinen ältesten Bruder an. Und der wird das dann schon richten. Ja, so lernt es der türkische Junge oder das türkische Mädchen schon von klein auf an. Ich habe meine große, dicke Familie hinter mir. Und sie ist auch hinter ihm. Sie steht auch zu dem Kind. Und das bleibt das ganze Leben so. Ja, egal, ob es 18 ist oder nicht. Und im Idealfall ergänzen sich diese beiden Gesellschaften bis zum Tod. Ja? In Deutschland, wie gesagt, kann das gar nicht der Fall sein, beziehungsweise bei Deutschen kann das überhaupt nicht so sein, weil jeder Mensch als Individuum sein Recht zu wissen glaubt, über sein eigenes Leben zu bestimmen. Und das ist eben beim Türken nicht so, ja. Du hast nicht dein Recht auf dein eigenes Leben, sondern dein Recht liegt auch ein wenig oder ganz schön viel in der Hand der Älteren. Aber das hat auch viele Vorteile. Ja, man sagt immer, okay, das ist jetzt aber echt doof, ne, weil man will ja auch sein eigenes Leben, man will ja niemandem Rechenschaft darüber ablegen müssen, was man selbst zu tun hat. Aber das wiederum ist meine Meinung, ja, meine ganz persönliche Ansicht. Das ist auch viel, dass du dann eben Menschen auf der Strecke lässt. Klar, du hilfst, du machst, du tust, aber letztendlich ist doch viel Egoismus dann in dem Leben mit verankert, bei dieser Erziehung auch. Und es geht aber auch teilweise gar nicht anders, weil wie willst du das machen? Deine Eltern sind so erzogen als Deutsche, deine Großeltern sind so als Deutsche erzogen. Die Großeltern sagen auch, ja, nö, also ich habe jetzt aber keine Lust. Also nächste Woche, das geht dann, aber diese Woche jetzt, da muss ich zum Kegeln oder ich bin mit meiner Freundin verabredet oder so. Ja, das geht dann aber auch nicht. Ne? Also da gibt es dann, weil die Eltern, die Familie, die sind ja auch so aufgewachsen. Jeder hat so einen gesunden Egoismus, den er dann aber auch auslebt. Ja, und auch das ist in ihm verankert. Davon ist er fest überzeugt. Und alles andere wird als Ausnutzen betrachtet, wird als überheblich betrachtet, wird als belehrend angesehen, was dann in der türkischen Kultur auch gemacht wird. Aber wenn dann gesehen wird, wie der Familienzusammenhalt ist, ja, dass sich alle treffen, dass alle zusammen kochen, dass es eine riesige Familie ist, ein viel Spaß, viel Freude, viel Hilfe auch, keiner allein gelassen wird, keiner auf der Strecke bleibt, weil der große Familienbund so stark ist, das wird natürlich gut angesehen, ja. Aber die Nachteile, die es dann auch bei diesen Konstrukten gibt, beziehungsweise, das müssen ja nicht unbedingt
Nachteile sein, je nachdem, wie man das sieht. Ne? Das wird dann als negativ beäugt. So funktioniert es nicht. Man muss natürlich auch viel zurückstecken, wenn man viel bekommt. Aber ich für meinen Teil finde die türkische Kultur in dieser Art und Weise viel besser, weil du deine älteren Mitmenschen, deine Eltern, deine Verwandten, deine Bekannten, die gehören alle zur Familie dazu. Nicht nur die eigenen Verwandten, sondern auch Nachbarn, Freunde. Das ist alles involviert in diese Familie. Und auch wenn es viel Streit gibt und auch wenn es viel wirklich manchmal sehr traurige Sachen gibt, die passieren, so menschlich gesehen, wenn man weiß aber, dass der Familienbund nie brechen wird. Er ist einfach festgeschweißt durch Blut und Wasser und da geht nichts durch. Das gehört zusammen, was zusammengehört und egal wie schlimm es auch kommt, man kann sich auf die Familie verlassen. Ich finde das sehr wichtig. Jeder in dieser Generation wird mitgenommen. Die Alten werden versorgt, die Jungen werden versorgt, die in der Mitte sowieso. Meistens haben natürlich die in der Mitte dann viel Last zu tragen, weil das alles will ja auch finanziert werden. Aber trotzdem kann man sich gegenseitig helfen. Man kann sich unterstützen. Man ist nie allein. Man bildet eine große Gemeinschaft und das ist sehr wichtig. Man lernt so viel. Ja? Man lernt Mitmenschlichkeit. Man lernt teilen. Man lernt mit fühlen, man lernt sich zu argumentieren, man lernt sich auszudrücken, man lernt zurückzustecken, man lernt sich nicht so wichtig zu nehmen, man lernt den Egoismus zu verlernen und das ist unheimlich wichtig in dieser heutigen Zeit und der heutigen Gesellschaft, wichtiger als es jemals war. So, meine Lieben, das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum ist in Deutschland eben oder die Deutschen, warum man denken könnte, die haben so, die haben eine ganz andere familiäre Lebensweise. Im Grunde genommen lieben auch viele Deutsche ihre Familien sehr und ich höre es immer wieder in den Kommentaren, dass gesagt wird, doch, bei uns ist aber auch alles gut und wir sind deutsch. Ja, aber es ist trotzdem nicht so wie bei den Orientalen, weil letztendlich jeder für sich selbst sorgt. Die Oma und der Opa sorgen für sich selbst, sie haben ihr eigenes Einkommen, sie haben ihre eigene Wohnung, sie leben alleine. Die mittlere Generation hat ihre eigenen Wohnungen, ihre eigenen Ausgaben und Einnahmen. Sie haben ihre eigenen Kinder, die sie selbstständig ohne völlige Mitsprache mit den Großeltern erzieht. Und die ganz Kleinen, die Enkel, dann wieder, die vielleicht größer werden, die werden so selbstständig, dass sie Oma vielleicht nur noch einmal im Jahr zu Weihnachten sehen oder weiß ich nicht, alle 3 Monate vielleicht mal anrufen. Finde ich sehr traurig. Das begründet ja auch die Tatsache, warum so viele Altersheime so voll sind, ja, und sich kaum um diese Menschen gekümmert wird. Klar, es ist nicht einfach, alte Menschen zu versorgen. Ich weiß das, aber es ist ihr Recht, ja. Und ich finde es immer sehr, sehr, sehr gemein, wenn man die alte Generation einfach so abschiebt, ja, dafür, was sie an Lebensleistung für die Menschen, ob es gut war oder nicht. Darüber kann man ja streiten, ob sie es gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Wir sind ja alle am Leben, wir haben es alle überstanden, sind alle groß geworden. Das heißt, unsere Eltern und Großeltern haben schon viel richtig gemacht. Und dann haben sie es auch verdient, im Alter versorgt zu werden. Ganz egal, wie schwierig es wir auch waren oder sie auch waren. Ja, denn glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Baby aufzuziehen, ein Kind aufzuziehen, einen Jugendlichen zu erziehen, eine leichte Aufgabe ist. Ganz bestimmt nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, guckt euch mal das Wetter an. Eigentlich habe ich meine Wäsche nicht aufgehängt. Das wollte ich nämlich heute Morgen. Da kam so ein bisschen die Sonne raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.